Wer kennt es nicht? Als Kind lässt man sich oft von Freunden mitreißen und legt auf dem Heimweg von der Schule noch einen Abstecher zum Park, Spielplatz oder Büchchen ein. Eltern gehen dabei oft die verrücktesten Szenarien durch den Kopf. Doch in den meisten Fällen tauchen die Kinder wenig später wieder auf und können in die Arme der Eltern geschlossen werden. In den meisten Fällen, jedoch nicht in dem von Peggy Knobloch. Am 7. Mai 2001 verschwand die 9-Jährige spurlos. Der mitreißende Vermisstenfall der kleinen Peggy Knobloch ist unvergleichlich, denn obwohl es eine Verurteilung und ein Gerichtsverfahren gab, gilt der Fall noch heute als ungelöst. Was es mit dem Verschwinden von ihr auf sich hat und warum dieser Fall so besonders ist, erfahrt ihr im heutigen Video. Die kleine Peggy kam am 6. April 1992 in Bayreuth auf die Welt und war das erste Kind von Susanne Knobloch und Mario Schwenk. Die Beziehung der jungen Eltern sollte jedoch nicht allzu lange halten. Nach einer kurzen Zeit in Eckental verließ Susanne Knobloch ihren Freund und zog mit Peggy nach Schwanenwebel bei Bremen, um für eine kurze Zeit mit einem anderen, neuen Mann zu leben. Doch auch diese Beziehung hielt nicht lange und Peggys Mutter kam wieder mit Mario Schwenke zusammen. Als Peggy 3 war, brach die Beziehung der beiden dann langsam endgültig auseinander und Susanne Knobloch zog wieder zurück in ihre Heimat, nach Halle. Zu dieser Zeit lernte sie Peggys Stiefvater in einer Diskothek in Hof kennen, für den sie ihren damaligen Freund verließ. Susanne war zu diesem Zeitpunkt schon mit ihrem zweiten Kind schwanger, welches in Halle auf die Welt kam. So wurde aus der anfänglichen Affäre letztendlich eine feste Beziehung und als Peggy 6 war, zog die kleine Familie nach Lichtenberg auf den Marktplatz 8. Im überschaubaren Lichtenberg gefiel es der kleinen Peggy besonders gut. Sie fühlte sich wohl, konnte Freundschaften knüpfen und alle im Ort hatten ein offenes Ohr für die kleine Knobloch. Da ihre Mutter als Altenpflegerin im Schichtdienst arbeitete und oft nicht zu Hause war, wenn ihre Tochter aus der Schule kam, hatte Peggy einen Wohnungsschlüssel. Oftmals ging sie aber auch einfach zu befreundeten Nachbarn, die auch mit Peggys Familie aus Halle verwandt waren, oder in ein Lokal und verbrachte die Zeit dort, bis ihre Eltern von der Arbeit wiederkamen. Es war also üblich, dass Susanne Knobloch nach der Arbeit erst einmal zu den Nachbarn oder ins benachbarte Lokal ging, um dort nach Peggy zu suchen. Peggy war für ihr Alter viel unterwegs. Sie spielte oft draußen, redete viel mit den Leuten und war bei allen für ihre freundliche und herzliche Art bekannt. Das führte auch dazu, dass die kleine Peggy das Stadtbild stark mitgeprägt hat. Jeder kannte sie. Jeder liebte sie. Die 9-Jährige ging gerne in die Schule und anfangs war sie noch eine gute Schülerin. Doch das sollte sich bald ändern. Am Morgen des 7. Mai 2001 wollte Peggy die Wohnung nicht verlassen. Doch nach einigen Überredungskünsten der Mutter machte sie sich um kurz nach 7:30 auf den Weg zur Schule. Sie hält bei einem Laden, kauft sich eine Käsestange, etwas zu trinken und Süßigkeiten. Trotz des Bummelns schafft sie es noch gerade so rechtzeitig zur ersten Stunde, die um 7.50 Uhr beginnt. Es ist Montag und es steht Mathe, Deutsch, Heimatkunde, Sachkunde und noch eine weitere Stunde Mathe auf dem Plan. Von den Anstrengungen der Schule wird sie vom Glockenläuten um 12.50 Uhr befreit. Aber auf halber Strecke merkt Peggy, dass sie ihren Geldbeutel vergessen hat. Sie dreht um und sucht ihn einige Zeit im Klassenzimmer. Als sie ihn endlich unter dem Tisch findet, ist es 13.05 Uhr. Zusammen mit einer Freundin geht sie nach Hause. Die Freundinnen machen an einem Kaugummiautomaten einen kurzen Halt und werden dort auch von einem Mitschüler gesehen. Ungefähr 10 Minuten später kommen sie am Haus einer Mitschülerin vorbei und werden dort von der Schwester am Gartentor gesehen. Das bestätigt auch die Mutter eines weiteren Mitschülers, die mit dem Auto an den beiden Mädchen vorbeifährt und ihnen zuwinkt. Peggy winkt zurück. Eine weitere Zeugin sieht Peggy dann auf der Nylerstraße Richtung Stadtmitte. Zunächst weiß sie nicht, wer es ist, doch dann erkennt sie Peggy von hinten, an ihrer Frisur, dem pinken Schulranzen und dem Diddlemaus-Anhänger, der rhythmisch auf- und abhüpft. Am Henri-Mathieu-Platz dreht sich Peggy dann zur Seite und die Zeugin kann dort auch ihr Gesicht erkennen. Der Weg der beiden Freundinnen trennt sich auch genau dort, am Henri-Mathieu-Platz.
Ihre beste Freundin, Daniela und sie gehen getrennte Wege, verabreden sich vorher aber noch für den Schulweg am nächsten Tag. Vom Henri-Mathieu-Platz sind es nur noch 200 Meter bis zur Wohnung der Knoblochs. Aber auf genau diesen 200 Metern verschwindet Peggy spurlos. Zwar wird sie um 13.24 Uhr noch von einer Mitschülerin vom Schulbus aus gesehen und eine weitere Mitschülerin sieht, wie Peggy in Richtung zu Hause läuft, aber ab der Kurve, die zum Marktplatz führt, gibt es keine Zeugenaussagen und Sichtungen mehr. Niemand weiß, was mit Peggy auf diesen 200 Metern passiert ist. Das heißt, Peggy wurde das letzte Mal nachweislich um 13.24 Uhr gesehen. Susanne Knobloch kommt gegen 20.15 Uhr von der Arbeit und stellt fest, dass Peggy nicht zu Hause ist. Alles war dunkel, Peggys Schuhe waren nicht da und auch ihr Schulranzen fehlte. Außerdem steckte sonst der Schlüssel von innen, was diesmal nicht der Fall war. Die Wohnung wirkte unberührt und sah genauso aus, wie sie Susanne Knobloch verlassen hatte. Kein Zettel, keine Nachricht, nichts. Als erstes schaut sie natürlich bei den Nachbarn vorbei, da sie dort, wie schon erwähnt, öfter unterkam. Aber da ist sie und war sie an dem Tag auch nicht. Susanne ist besorgt, sofort ruft sie jeden an, der irgendeine Verbindung zu Peggy hat. Lehrer, Bekannte, Verwandte. Doch niemand wusste, wo sie sich befindet. Um 21.56 Uhr dann der Anruf, den sie hoffte, niemals machen zu müssen. Sie nahm das Telefon in die Hand und wählte 110. Sie schildert der Polizei die Situation. Und die Suche nach ihrer Tochter beginnt. Peggys beste Freundin Daniela wird um 1.15 Uhr geweckt und befragt. Diese bestätigte, dass sich ihre Wege an der Nylerstraße trennten und die Vermisste von dort aus alleine weitergegangen ist. Um 1.30 Uhr wird eine erste Personenbeschreibung an das LKA München eingereicht und die wichtigsten Kontaktpersonen werden aufgesucht. Gegen 3 Uhr sucht die Polizei bei den Großeltern das Gelände ab. Haus, Garten, Keller, Gartenlaube. Aber keine Spur von Peggy. Ebenfalls um 3 Uhr wird in Heroldsberg Peggys leiblicher Vater Mario Schwenk befragt. Dieser sagt aus, dass er seine Tochter schon seit Jahren nicht mehr gesehen hätte. Und das genügt der Polizei zunächst. Peggys Stiefvater fing um 3.30 Uhr an, Suchplakate zu erstellen. Und gegen 4 Uhr ruft die Polizei Susanne Knobloch an. Sie bittet sie um ein Fahndungsbild und um die Erlaubnis, Peggys vollen Namen verwenden zu dürfen. Die Polizei versucht also alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Bevor wir mit den Suchbemühungen und Ermittlungen weitermachen, sollten wir auf das eingehen, was ich eben schon angedeutet habe, nämlich die Verhaltensveränderungen Peggys vor ihrem Verschwinden. Peggy fing an, sich ab der 3. Klasse auffällig zu verschlechtern in der Schule. Sie war unkonzentriert, vergaß ihre Hausaufgaben und hat sich leicht ablenken lassen. Hinzu kommt, dass sie regelmäßig zu spät kam und manchmal sogar komplett abwesend gewirkt hat. Selbst in ihrem Lieblingsfach Mathe wurde sie immer schlechter. Das einzige Fach, in dem sie noch gut war, war Sport. Das führte dazu, dass Peggy sich ein halbes Jahr vor ihrem Verschwinden im TSV Lichtenberg anmeldete und sowohl in der Mädchenfußballmannschaft spielte, als auch beim Kinderturnen teilnahm. Zum alten Selbst fand Peggy dadurch aber nicht. Ihr Verhalten war weiterhin merkwürdig und auffällig. Die Drittklässlerin wurde mit der Zeit immer stiller, fing an, sich zurückzuziehen und näste sich sogar ein. Andere Kinder berichteten von blauen Flecken an Peggys Körper, doch es gab kein Anzeichen dafür, dass sie zu Hause geschlagen oder misshandelt wurde, bis auf eben diese blauen Flecke. Aber es gab einige Situationen, die darauf schließen lassen, dass irgendetwas im Umfeld von Peggy sie belastete. So fand Peggys Mutter ihre kleine Tochter eines Tages nach einem Training weinend in der Ecke. Sie wollte auf gar keinen Fall nach Hause, nannte dafür aber keine wirklichen Gründe. Des Öfteren machte Peggy ihre Hausaufgaben im Wirtshaus, das sie manchmal nach der Schule aufsuchte, wenn ihre Mama noch nicht zu Hause war. Der Wirt des Gasthauses sagte später, dass Peggy und sein Sohn öfter in die Wohnung gegangen seien und, Zitat, Dinge gemacht haben. Zur Erinnerung, Peggy ist zu dem Zeitpunkt gerade einmal 9 Jahre alt. Und Dinge gemacht haben soll zwar rätselhaft und nicht belastend formuliert sein, aber ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist. Der Sohn des Wirts verneinte die Anschuldigungen zwar, aber warum sollte ein Vater seinen Sohn solch prekärer Vergehen beschuldigen?
Auch Trainer des Sportvereins berichteten von auffälligen Ereignissen mit Peggy, die zum eigentlich glücklichen Kind überhaupt nicht passten. Norbert Rank, der damalige Trainer des TSV, erzählte, dass Peggy nach dem Kinderturnen auf ihn zukam und etwas Untypisches und extrem Unangemessenes für ein Kind in ihrem Alter sagte. Er kann sich zwar nicht mehr genau an den Wortlaut erinnern, doch es war eine, Zitat, Bordellreferenz. Auch eine damalige Jugendtrainerin berichtet von einem besorgniserregenden Vorfall. Die Trainerin fand Peggy mit nacktem Unterkörper vor und beobachtete, wie sie an sich, Zitat, rummanipulierte und zusätzlich auf ihrer Unterhose rumbiss. Es ist fraglich, warum Peggys auffälliges Verhalten nie wirklich Thema der Ermittlungen war. Auch ein Ausflug zu den Großeltern in Schwarzenbach wirft weitere Fragen auf die auch die Polizei keine genauen Antworten finden konnte. Fakt ist jedoch, dass Peggy mit einem aufgeschlagenen Kinn ins Krankenhaus kam und ihre Platzwunde genäht werden musste. Die Uroma sagt aus, dass Peggy in der Badewanne ausgerutscht ist. Der Opa stützt diese Aussage und fügt hinzu, dass sie in der Badewanne schwindelig geworden ist und sie daraufhin ausrutschte. Susanne Knobloch befragt später ihre Tochter selbst zu dem Vorfall und zu ihr soll sie gesagt haben, dass sie von einem Roller gefallen ist. Warum traut sich Peggy nicht die Wahrheit zu sagen, gerade wenn es sich einfach um einen Badeunfall handelt? Peggy zog sich daraufhin immer mehr zurück und verließ kaum noch das Haus. Ein Kind, das normalerweise ihre gesamte Freizeit draußen verbrachte und Lichtenberg mit ihrem Lächeln und ansteckender Freude unterhielt. Peggy wirkte wie ausgetauscht. Anstatt sich auf ihren Roller zu schwingen, mit dem sie das Dorf immer unsicher machte, saß sie schweigend vom Fernseher. Sie fing an, ihre benutzten Unterhosen zu verstecken oder sogar in den Müll zu werfen und schloss sich im Badezimmer ein. Normalerweise hatte sie auch kein Problem damit, sich unbekleidet in der Wohnung zu bewegen, aber auch das wollte sie nicht mehr. Wären keine anderen Ereignisse vorgefallen, könnte man dies auf ein neu entwickeltes Schamgefühl schieben. Aber so wirkt es so, als wäre etwas vorgefallen. Auch alleine schlafen ging nicht mehr. Sie kroch abends immer wieder zu ihren Schwestern ins Bett. Baden wollte sie auch nicht mehr alleine. Hinzu kommt ihr schlechtes Essverhalten und die Tatsache, dass sie sich weigerte, zu ihren Nachbarn zu gehen. Dinge, die früher alltäglich gewesen sind, wurden zu den größten Problemen. Susanne Knobloch gibt an, dass sie nach den Ferien auf einem Zeltplatz in Halle nicht mehr zurück nach Lichtenberg wollte. Die Mutter schätzt später bei Befragung, dass dieses auffällige Verhalten ungefähr ein Jahr vor ihrem Verschwinden anfing und immer schlimmer wurde. Die Familie war ratlos. Erwähnenswert sind auch mysteriöse Anrufe an Peggy. Immer wenn ihre Eltern fragten, wer am Telefon gewesen sei, antwortete Peggy, niemand. Doch wenn jemand anderes als Peggy ranging, meldete sich keine Stimme und es wurde sofort aufgelegt. Laut dem Stiefvater häuften sich diese Anrufe in den letzten Wochen vor dem Verschwinden. Wer rief die Knobloch so auffällig oft an? Und wieso hatte Peggy nicht verraten, von wem diese Anrufe stammen? Als die Mutter nicht mehr weiter wusste, ging sie mit Peggy Anfang April 2001 zum Arzt. Neben der Platzwunde durch den Sturz in der Badewanne will der Arzt Peggy Ritalin verschreiben. Der Grund? Ihr Verhalten könnte auf ADHS zurückzuführen sein. Und neben dem diagnostizierten ADHS soll Peggy auch hyperaktiv gewesen sein und unter Migräne, Nasenbluten und unruhigem und hibbeligem Verhalten gelitten haben. Letztendlich kriegt Peggy aber anstatt Ritalin Sedinfant verschrieben. Das ist ein pflanzliches Arzneimittel, das unter anderem bei nervös bedingten Einschlafstörungen helfen soll und eine sedierende Wirkung aufweisen kann. Zweiten Arztbesuch am 26. April 2001 zieht der behandelnde Arzt die Fäden der Platzwunde. Beim Verhalten von Peggy stellt er keine Verbesserung fest, also verschreibt er Peggy ein neues Medikament, das Psychopharmakum Melporen. Die Anwendungsgebiete dieses Mittels sind Einschlafstörungen, Verwirrtheitszustände, Dämpfung von psychomotorischer Unruhe und Erregungszustände, Psychosen, Oligophrenie, organisch bedingter Demenz, Psychoneurosen und wird insbesondere bei Patienten der Psychiatrie verwendet. Ob die Verschreibung eines solch extremen Medikaments wirklich nötig war, bleibt offen. Was aber fraglich ist, warum verschreibt ein Arzt einem 9-jährigen Kind ein Medikament, das ausdrücklich nicht für Kinder unter 12 Jahren empfohlen wird? Äußern wollte sich der damals behandelnde Arzt nicht dazu. Viel fragwürdiger ist aber,
warum all diese Anzeichen Missbrauch nicht intensiver untersucht wurden, sondern einfach ein Medikament verschrieben wurde. Die Polizei konnte keine Hinweise für einen Missbrauch feststellen, doch das Verhalten von Peggy spricht für sich. Die Sonderkommission wartet nicht lange und startet am 8. Mai 2001, also nur einen Tag nach Peggys Verschwinden, eine groß angelegte Suchaktion. Eine Hundertschaft rückt an und macht sich in der näheren Umgebung Lichtenbergs auf die Suche nach Peggy. Noch sind die Hoffnungen groß, das kleine Mädchen lebendig zu finden. Trotz der dürftigen Spurenlage wird der umliegende Wald Meter für Meter abgesucht und Hubschrauber fliegen über die Ortschaften hin und her. Die Suche wurde auch ans angrenzende Thüringen erweitert, doch bis dato ohne Erfolg. Auch Wärmebildkameras und Bundesjets mit Infrarot fanden nichts in den umliegenden Gewässern. Es schien fast so, als wäre Peggy vom Erdboden verschluckt worden. Aufgrund der großen Berichterstattung in den Medien gingen zahlreiche Hinweise ein. Die Polizei vernimmt jeden, der etwas gesehen haben könnte, und die ersten Zeugenaussagen kommen zusammen. Es scheint zunächst so, als wenn viele Peggy auch noch nach 13.24 Uhr gesehen hätten. Ein Zeuge sagt aus, dass er gesehen habe, wie Peggy um 14 Uhr in ein anderes Auto gestiegen wäre. Er habe ihr direkt in die Augen sehen können und war sich deswegen sicher, dass es sich dabei um die Vermisste handelte. Zwei Jungs behaupten auch, dass sie zwischen 14.45 Uhr und 15 Uhr gesehen haben, wie Peggy mit einem anderen Mädchen zusammen in ein Auto gestiegen ist. Bei der ersten Vernehmung der Jungs am 8. Mai 2001 wurden ihnen Fotos von Peggy gezeigt und die beiden bestätigten, dass sie genau dieses Mädchen gesehen haben. Das Auto soll ein Mercedes mit tschechischem Kennzeichen gewesen sein. Sie seien sich bei der Automarke sicher, da sie den bekannten Stern erkannt haben. Die Mutter von einem der Jungs sagt aus, dass ihr Sohn schon am Tag zuvor von diesem Auto erzählt hat. Nach mehreren Vernehmungen, mal mit und mal ohne Eltern, wurden die Aussagen immer detaillierter. Peggy soll beispielsweise eine Packung Kaugummis in der Hand gehabt haben. Das wüssten sie, weil sie bloß 5 bis 6 Meter von ihr entfernt gestanden hätten. Doch in einer Vernehmung am 11. Juni 2001 nimmt einer der Jungs seine Aussage zurück und behauptet, dass sie frei erfunden wäre. Am selben Tag macht der andere Junge genau das Gleiche. Dies bestätigten die beiden auch noch einmal in einem Interview aus dem Jahr 2012. Ein Klassenkamerad von Peggy sagte aus, dass er sie am Quellensteinweg Richtung Freizeitzentrum gesehen habe. Sie sei dort mit einem etwas kleineren Mädchen vorbeigelaufen. Das zweite Mädchen habe er nicht erkannt. Bei einer zweiten Befragung wollten die Ermittler wissen, ob sie einen Ranzen trug. Wahrscheinlich, um seine Aussage mit denen der anderen abzugleichen. Und zuerst bejahte er dies auch. Nach einer weiteren Befragung aber verneinte er die Frage nun doch. Aber seine Mutter sei sich sicher, dass eines der Mädchen sehr wohl einen Schulranzen getragen habe. Dazu kommen auch noch Zeugenaussagen mehrerer Jungen, die alle sagen, dass sie Peggy am Nachmittag im Zentrum gesehen haben. Zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr hat eine Schülerin Peggy am Rathaus gesehen. Und zwischen 15.45 Uhr und 16 Uhr soll Peggy mit einem anderen, kleineren und etwas jüngeren Mädchen in die Bäckerei gegangen sein. Ein anderer hat Peggy und das unbekannte Mädchen zwischen 16 und 16.30 Uhr durch das Schaufenster gesehen und sie gegrüßt. Peggy soll zurückgegrüßt haben. Dieselbe Aussage traf auch ein anderer Junge bei einer Befragung am 11. Mai 2001. Noch ein weiterer Junge behauptete, dass er mit Peggy am Feuerwehrhaus gespielt habe. Diese Aussage bestätigt sein Bruder. Danach will er gesehen haben, wie Peggy auf einem Feldweg verfolgt und gejagt und ihr lebloser Körper von einem Mann verscharrt wurde. Die Polizei glaubt dem Jungen nie und ging dieser Aussage deshalb auch nie nach. Außerdem gab es Hinweise, die vermuten lassen, dass Peggy einige Kilometer von Lichtenberg entfernt an einer Gaststätte gesichtet wurde. Ein Urlaubsehepaar war sich sicher, dass es sich bei dem Mädchen um Peggy gehandelt habe. Anfänglich nahm die Polizei die Aussage des Pärchens ernst, doch später verwarfen sie diesen Hinweis wieder. Gegen 19 Uhr hat ein Junge ein Mädchen auf einem blau-silbernen Roller vor seiner Haustür gesehen. Ein weiterer Junge sagt dasselbe aus. Er hat ebenfalls auf dem Rückweg seines Fußballspiels ein Mädchen gesehen, das mit einem blau-silbernen Roller in Richtung Zeitelweit gefahren ist. Mehrere Zeugen stützen diese Aussage, doch der Hinweis sollte ins Leere laufen.
Die Soko habe ermittelt und herausgefunden, dass es sich bei dem beschriebenen Mädchen um die Tochter eines Finanzbeamten handelte, die einen ähnlichen Roller wie Peggy hatte. Hier stellt sich aber die Frage, warum sich die Soko da so sicher ist. Denn der Finanzbeamte bestätigt, dass seine Tochter an diesem Tag überhaupt nicht in Lichtenberg gewesen ist. Er bekräftigte seine Aussage nochmal, indem er dem vorsitzenden Richter einen Brief schrieb und sagte, dass es definitiv nicht seine Tochter war und sie an diesem Tag nicht in Lichtenberg gewesen ist. Am 10. Mai 2001 hat ein Spaziergänger am Wegesrand in einem nahegelegenen Wald eine Leiche gesehen. Es war ein Mädchen mit einem puppenhaften Gesicht und sofort dachte der Spaziergänger an Peggy. Aufgrund des Schocks lief er zunächst nach Hause, da er sich den Körper nicht näher ansehen wollte. Erst daraufhin riefen die Familienmitglieder die Polizei. Als die Beamten am vermeintlichen Fundort ankamen, fanden sie weder eine Leiche noch irgendwelche Spuren, die darauf hinweisen würden. Also wie ihr merkt, es gibt unzählige Zeugenaussagen, die eigentlich alle bestätigen, dass Peggy Knobloch noch nach 13.24 Uhr gesehen wurde. Es kann vielleicht etwas verwirrend wirken, aber ich habe versucht, die Zeugenaussagen so gut wie möglich mit in dieses Video unterzubringen, ohne dass sie verwirrend wirken. Ich hoffe, das habe ich geschafft. Die Suche ging weiter und die Ermittlungen reichten selbst bis ins Ausland. Sie führten nach Tschechien und in das Heimatland des Stiefvaters, in die Türkei. Doch trotz einer Belohnung von 55.000 D-Mark fand man keine stichfesten Beweise auf den Aufenthaltsort von Peggy oder einer Straftat. Insgesamt ging die Sonderkommission über 4.800 Spuren nach, ohne Erfolg. Die Ermittlungen ergaben einige mögliche Szenarien und anfangs gab es mehr als nur einen Tatverdächtigen. Das ist auch ein Grund von vielen, warum dieser Fall so komplex und mysteriös ist. Im Folgenden werde ich euch die Verdächtigen mit den entsprechenden Indizien etwas näher bringen. Einer der Tatverdächtigen hieß Robert E. Er lebte zum Zeitpunkt Peggys Verschwinden in Lichtenberg. Anfangs gab es allerdings keinerlei Zeugenberichte oder Hinweise, die ihn mit Peggy in Verbindung gebracht hätten. Doch ein anonymer Hinweis genügte der Sonderkommission aus, um sein Haus mit Leichenspürhunden abzusuchen. Gefunden wurde jedoch nichts. Warum also der anonyme Hinweis? Nach Peggys Verschwinden verging sich Robert E. tatsächlich an Minderjährigen. Er missbrauchte seine 10-jährige Patentochter und 11-jährige Stiefenkelin und saß daraufhin eine 3-jährige Gefängnisstrafe ab. Seine Neigungen müssen also schon 2001 bekannt gewesen sein. Doch selbst 12 Jahre nach Peggys Verschwinden fand die Polizei nichts in seinem Haus, das einen Verdacht bestätigen würde. Eine Woche lang gruben, bohrten und räumten sie das gesamte Haus von Robert E. um. Es wurden zwar Knochenteile gefunden, diese sind aber darauf zurückzuführen, dass das Haus, in dem er wohnte, auf einem alten Friedhof erbaut worden ist. Wie auch schon bei den ersten Durchsuchungen gab es keinerlei Hinweise auf Peggy. Am 11. Mai 2001 machte der Nachbar der Knoblochs, Jens B., eine Aussage bei der Polizei und verdächtigte sich damit teilweise selbst. Besonders sein Verhalten lenkte den Fokus der Sonderkommission auf Peggys Nachbarn. Jens B. war Kurierfahrer und war großer Teil vom Leben der vermissten Neunjährigen. Wie vorher schon erwähnt, verbrachte Peggy oft die Nachmittage oder Abende bei den Nachbarn, wenn ihre Mutter und ihr Stiefvater noch arbeiten waren. Auch wenn Jens B. laut eigener Aussage mit Peggy eigentlich gar nichts zu tun hatte und alles seine damalige Frau Anke machte, war er dennoch oft zu Hause, wenn Peggy da war. Er beschrieb sie als lebendiges, lustiges, freches und etwas nerviges Kind. Am Tag ihres Verschwindens waren die Bs zunächst gar nicht in Lichtenberg. Aufgrund von wiederholtem zu schnell fahren verlor Jens B. seinen Führerschein und musste in Weiden eine MPU machen. Seine Frau begleitete ihn dorthin. Das Ehepaar traf gegen 13.30 Uhr zu Hause ein und gegen 20 Uhr berichtet er von Susanne Knoblochs Klingeln, um nach Peggy zu fragen. Um 23 Uhr ging Jens B. dann schlafen. Auffällig an seinem Verhalten ist sein besonderes Engagement. Bereits in den ersten Tagen tischt er den Ermittlern 4 mögliche Mörder auf.
Seine erste Vermutung war Peggys Mutter Susanne. Er glaubte zwar nicht, dass sie ihre eigene Tochter umgebracht hat, doch er konnte sich durchaus vorstellen, dass das ganze Verschwinden eine große Inszenierung ist. Er sagt aus, dass sich Susanne Knobloch auffällig ruhig verhalten hätte und damit den Eindruck erweckte, als würde sie Peggys Aufenthaltsort kennen. Jens B. sprach zwar immer von einem auffälligen Verhalten Susannes, aber inwiefern sich ihr Verhalten als auffällig äußerte, erklärte er nicht. Trotzdem spann er eine Verschwörung, die nicht nur Susanne, sondern auch Ex-Freunde, Familie und Arbeitskollegen implizierte. Alle seien sie Komplizen. Als die Polizei fragte, warum die Mutter die Suche nach ihrer eigenen Tochter inszenieren sollte, sagte Jens B., dass sie ein neues Leben anfangen und ihren Partner verlassen wollte. Zu seinen Verdächtigen gehören ebenfalls der Stiefvater, ein Wirt aus der Gegend, Peggys leiblicher Vater, ein Arbeitskollege von Susanne Knoblochs Ex-Freund und letztendlich die ansässige Motorradgruppe. All diese Verdächtigen und die besonders offene Kommunikation mit der Polizei stieß den Ermittlern auf. Was hat Jens B. zur Tatzeit gemacht? Was oder wer ist sein Alibi? Laut eigener Aussagen saß er am PC, während seine Frau schlief. Er hielt jahrelang an dieser Geschichte fest, doch einige Jahre später wertete die Soko seinen PC erneut aus und stellte fest, dass er zwischen 13.18 Uhr und 14.06 Uhr keine Taste gedrückt hat. Als Jens B. mit den ermittelten Informationen konfrontiert wird, widerspricht er sich. Mal sagt er aus, Musik gehört zu haben, ein anderes Mal bereitete er sich etwas zu essen zu. Ein mögliches Motiv könnte eine Tat aus Affekt gewesen sein. Bei einer Befragung sagte er einmal aus, dass Peggy durchaus anstrengend und nervig sein konnte. Und Jens B. befand sich zum Zeitpunkt des Verschwindens in einer angespannten Situation. Er verlor seinen Führerschein und glaubte, dass er auch in der MPU durchfiel. Das bedeutete für den Kurierfahrer, dass seine Existenz auf dem Spiel stand. Dementsprechend könnte man mutmaßen, dass er zu dieser Zeit leicht reizbar gewesen wäre. Doch reicht das wirklich aus? Schlussendlich war der neue Verdächtige selbst so verwirrt, dass er nicht einmal mehr ausgeschlossen hat, Peggy vielleicht doch umgebracht zu haben. Er gestand nicht, bot aber an, sich hypnotisieren zu lassen. Da Geständnisse unter Hypnose in deutschen Gerichten keine Zulässigkeit haben, ließ die Soko Jens B. als Verdächtigen erst einmal wieder fallen. Doch auch noch Jahre nach dem Verschwinden lässt das Thema Peggy ihn nicht los und sogar seine Ehe zerbrach an diesem Fall. Aus den Ermittlungsakten geht hervor, dass Jens B. damals unangemessene Aussagen traf. Zum einen sagte er, dass, Zitat, Peggy ja schon eine Hübsche war, mit den großen Kulleraugen und wenn ihr dann noch die richtigen Proportionen wachsen. Die Beamten fragten seine damalige Frau Anke B. nach diesem Kommentar und sie schien alles andere als überrascht. Die Aussage wurde von ihr bloß relativiert. Ob das vielleicht nicht das erste Mal war, dass sie solche Dinge von ihrem Mann hörte? Wenn man das im Kontext mit dem nächsten Hauptverdächtigen setzt und über mögliche Verbindungen nachdenkt, meint man fast schon ein Muster erkennen zu können. Der nächste Verdächtige steht nämlich in engem Kontakt zu Jens B. Es ist sein Adoptivbruder Holger E. aus Halle. Zum Zeitpunkt von Peggys Verschwinden ist Holger 17 Jahre alt. In den Fokus der Ermittlung gerät der 17-Jährige relativ zeitnah, als am 11. Mai 2001 ein handgeschriebener Zettel mit Holgers Namen, Adresse und Nummer in Peggys Heft gefunden wird. Anfangs war man sich unsicher, ob es nicht Peggys Handschrift ist. Doch nach kurzer Ermittlung stellt sich heraus, dass sie Holger E. zuzuordnen ist. Die Sonderkommission ging diesem Hinweis nach und befragte den Jugendlichen auf dem Hofanwesen seiner Großeltern in Halle. Den Ermittlern sticht direkt eine Kette mit einem Anhänger um Holgers Hals ins Auge. Was an der Kette besonders war, es war ein Amulett mit einem Foto von Peggy. Warum trägt ein vermeintlich fremder 17-Jähriger ein Bild einer 9-Jährigen um den Hals? Aber es wird noch merkwürdiger. Als die Polizei Holgers Zimmer durchsucht, findet sie Dutzende Fotos, Bilder und Erinnerungen von und an Peggy. Es waren so viele, dass es einer Obsession gleichkam und diese warf natürlich viele Fragen bei den Beamten auf. Holger wird zu einer Befragung eingeladen und sagt, dass er ein äußerst inniges, jedoch geschwisterliches Verhältnis zu Peggy hatte.
Er sei auch der Grund, warum sie so gern bei den Nachbarn gewesen ist. Peggy sei für ihn wie eine kleine Schwester und sie hätte auch am liebsten bei ihm in Halle gewohnt. Sie habe ihm erzählt, wie sehr sie ihren Stiefvater hasst und dass sie von ihm geschlagen wurde. Daraufhin bot Holger E. seine Hilfe an. Wann auch immer Peggy Probleme mit ihrem Stiefvater haben sollte, könne sie bei ihm Unterschlupf suchen. Holger sagt aus, dass er das letzte Mal im Sommer 2000 in Lichtenberg gewesen sei und da auch ein paar Mal mit Peggy alleine unterwegs war. Doch die Oma des Verdächtigen korrigiert ihren Enkel. Laut ihrer Aussage war Holger eh noch im Januar 2001 in Lichtenberg. Die Beamten zeigten ihm den gefundenen Zettel und sofort bestätigt er ihre Annahme, dass es seine Handschrift ist. Holger sagt, er wollte ihr seine Adresse hinterlassen, falls sie wieder einmal Probleme mit ihrem Stiefvater hat, dass sie ihn so finden kann, falls sie reden oder schreiben möchte. Er sagte aus, dass er am Tag des Verschwindens vormittags in der Berufsschule und nachmittags im Clubhaus, einer selbstgezimmerten Holzhütte in Halle, gewesen sei. Dem Alibi gingen die Beamten nach und stellten fest, dass Holger E. am 7. Mai 2001 nicht da war und im Klassenbuch als fehlend eingetragen stand. Außerdem fehlte er die Woche davor und an den 2 Tagen nach Peggys Verschwinden. Nach dem widerlegten Alibi für den Vormittag befragte die Polizei auch Holger E.'s Freunde. Diese bestätigten die Vermutung, dass er auch diesbezüglich gelogen hat. Am 8. Mai soll der 17-Jährige aber dort gewesen sein, und zwar wutentbrannt. Er soll außer sich gewesen sein, weil Peggy verschwunden ist und wollte direkt zu ihrem Stiefvater fahren, um ihn, Zitat, zusammenzuschlagen, falls er etwas damit zu tun haben sollte. Er hat außerdem gefragt, ob einer von seinen Freunden mitkommen würde. Frank H. erklärte sich bereit. Doch wie sollte Holger E. ohne Führerschein und Auto nach Lichtenberg kommen? Anscheinend fuhr er öfter ohne Führerschein mit dem Opel seines Bruders. Somit ist Holger E.'s Alibi hinfällig. Zusätzlich berichteten die Jugendlichen, dass er ständig von Peggy erzählt haben soll. Sie sei seine, Zitat, süßeste und liebste. Aber die Jungs beschrieben das Verhältnis genau wie Holger selbst als geschwisterlich. Es sei trotzdem bekannt, dass Holger gerne mit den 4-jährigen Geschwistern seiner Ex-Freundin gespielt hat. Außerdem hatte er eine Affäre mit einer 11-jährigen, die dann Ende April 2001 mit dem 17-jährigen Schluss gemacht hat. All diese Informationen zeigen, dass er sich gerne mit jüngeren Mädchen umgab. Holger E. wird ebenfalls nachgesagt, oft betrunken gewesen zu sein und sich von anderen abzusondern. Die Sonderkommission stellte eine selbstgebrannte CD in Holgers Zimmer sicher. Und es stellte sich heraus, dass auf ihr zahlreiche pornografische Inhalte von Kindern und Porträts von Peggy zu sehen waren. Nach den ganzen Aussagen und dem Material auf der CD bestellt ihn die Polizei ein und stellt den Jugendlichen erneut zur Rede. Bezüglich seines Alibis sagte er aus, dass er vor seiner Oma nicht zugeben wollte, nicht in der Schule gewesen zu sein. Er behauptete, dass er lediglich mit Peggy gesprochen habe, wenn er seine Verwandten in Lichtenberg anrief und sie zufällig vor Ort war. Dann nahm sie schon mal den Hörer an sich. Er gibt zu, dass es sein kann, dass er vielleicht nach Lichtenberg fahren wollte, doch nicht mit dem Opel. Das Amulett mit Peggys Foto trägt er laut eigener Aussagen erst seit ihrem Verschwinden. Doch es kam heraus, dass er öfter in Lichtenberg gewesen ist, als er anfänglich zugegeben hat. Mit abgemeldetem Auto und geklautem Kennzeichen fuhr er durch den Ort und war nachweislich an Ostern mit Peggy zusammen. Das belegt ein Foto, welches von Verwandten aufgenommen wurde. Doch der Ermittlungsstrang endet hier. Denn 2002 entwickelte sich der Fall in eine andere Richtung. Und Holger wird als Verdächtiger fallen gelassen. Erwähnenswert ist noch, dass sich später herausgestellt hat, dass Holger E. die kleine Tochter von Jens B. sexuell missbraucht hat. Und ebenso seine eigene 2-jährige Tochter, die er einige Jahre nach der ersten Befragung bekommen hat. Dafür muss er für mehrere Jahre ins Gefängnis. Zum Kreis der Hauptverdächtigen gehört auch Peggys Stiefvater. Stimmen wurden laut, dass er die 9-Jährige entführt und in die Türkei verschleppt haben soll. Ein Motiv könnte der verletzte Stolz sein. Erhan Ü fand heraus, dass die vermeintliche gemeinsame Tochter gar nicht sein leibliches Kind ist.
Also wir sprechen hier über die Schwester von Peggy Knobloch. Er hatte den Verdacht, dass Susanne Knobloch ihn betrog und fand sie sogar einmal mit einem fremden Mann in der Wohnung. Daraufhin führte er ohne das Wissen seiner Lebensgefährtin einen Vaterschaftstest durch, der sich als negativ herausstellte. Das führte natürlich zu einem großen Streit und die Stimmung war gereizt. Dem Pärchen wurde auch schon vorher nachgesagt, dass es immer mal wieder größere Streitigkeiten gegeben und Susanne Knobloch ihn schon einige Male rausgeschmissen hat. Freunde der Familie berichteten, dass Erhan Üs Verhältnis zu Peggy auch nicht das beste war und es sogar mal eine Ohrfeige gegeben haben soll. Doch der Verdacht erhärtete sich erst, als am 25. Mai 2001 von der E-Mail-Adresse ichweißbescheid@yahoo.de Folgendes an die Kripo in Hof geschickt wurde. Ich muss Ihnen sagen, dass Peggy sich weder in Deutschland noch in der Tschechei befindet. Sie ist in der Türkei. Ihr Vater weiß davon Bescheid, dass das Kind über Russland in die Türkei eingereist ist. Ich würde Ihnen ehrlich persönlich helfen, doch das würde einen neuen Familienkrieg auslösen. Der Account wurde daraufhin direkt wieder gelöscht. Doch die IP-Adresse konnte einem Internetcafé in Mersin, einer Stadt im Süden der Türkei, zugeordnet werden. Zum Zeitpunkt des Logins und Abschickens befanden sich 4 Gäste im Internetcafé. Die türkische Polizei vernahm alle 4, doch niemand hatte etwas mit der E-Mail zu tun. Einer von ihnen hatte zwar denselben Nachnamen wie Peggys Stiefvater, dies schien aber nur ein Zufall gewesen zu sein. Ein weiterer Hinweis kam durch einen vertraulichen Ermittler aus Prag. Dieser hat schon öfter mit der Polizei zusammengearbeitet und behauptete, Informationen zum Aufenthaltsort von Peggy zu haben. Der Verbindungsmann war selbst Bulgare und reiste oft zwischen den verschiedenen Ländern hin und her. Laut seiner Aussage soll sich Peggy in der Ortschaft Elmabagi bei Kayseri befunden haben. Dort soll es eine christliche Kirche geben, an der sich ein Verschlag befindet. Da soll Erhan Üs Familie Peggy festgehalten haben. Der führende Soko-Ermittler damals plante, die Familie des Stiefvaters in Hof und den vermeintlichen Aufenthaltsort in der Türkei gleichzeitig zu untersuchen. Doch beide Suchen blieben ohne Erfolg. Danach verlief sich der Verdacht vom Stiefvater erst einmal, bis er am 1. Januar 2002 eine SMS an Susanne Knobloch schrieb. Daraufhin rief sie die Polizei an, da es sich für sie wie eine Drohung anhörte. In der SMS stand Folgendes: Ich werde handeln, wenn das zum Laufen kommt, gibt es kein Zurück mehr. Mit 50.000 D-Mark kann man viel machen auf dieser Scheißwelt. Was es mit dieser Nachricht wirklich auf sich hat, blieb und bleibt ungeklärt. Auffällig war bloß, dass der genannte Betrag mit der Belohnung, die überall ausgeschrieben war, übereinstimmte. 2 Wochen später gab Susanne Knobloch der Polizei 2 T-Shirts, auf denen Urinspuren des Stiefvaters sein sollen, und betonte, dass er Peggy missbraucht habe. Daraufhin wurden die T-Shirts ins Labor geschickt. Aus einem ersten Anruf, in dem Urinspuren des Stiefvaters bestätigt wurden, stand im späteren schriftlichen Bericht bloß noch, dass Hautzellen nachgewiesen wurden. Letztendlich erfuhr man von einem Ermittler, dass es sich doch nur um Urin von Meerschweinchen gehandelt hat. Das liegt nahe, denn Peggy hatte welche. Wieder ein paar Wochen später rief Susanne erneut die Polizei an und berichtete, dass Erhan Ü vor ihrer Tür stehe und sie sich nicht mehr trauen würde, nach Hause zu gehen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Peggys Mutter Lichtenberg bereits verlassen und wollte sich in Heinersberg ein neues Zuhause aufbauen. Die Polizei gab auf der Stelle eine Alarmmeldung raus und ging davon aus, dass der Stiefvater bewaffnet sein könnte. Als die Streife am Haus von Susanne ankam, fehlte jedoch jede Spur von Erhan Ü. Im Februar 2002 gab es erneute Hinweise auf einen Aufenthalt von Peggy in der Türkei und deshalb trafen sich der alte und neue Soko-Chef mit weiteren Ermittlern und dem Oberrat vom Dezernat für organisierte Kriminalität in Bayreuth. Die tschechische Polizei war ebenso involviert, genauso wie der Verbindungsmann, der auch schon vorher Hinweise auf Peggys Aufenthaltsort nachgegangen ist. Vermutungen bestärkten sich, dass das vermisste Kind in die Sklaverei verkauft werden sollte. Daraufhin wollte der aktuelle Soko-Chef Geier mit dem Verbindungsmann reden, doch auf tschechischer Seite bestand dafür erst einmal kein Interesse. Sie wollten zunächst Fotos von Peggy aus der Türkei besorgen. Ohne die Unterstützung der tschechischen Beamten wollte Geier geheim in die Türkei reisen und sich mit Hilfe von Kontakten einen Eindruck der Lage vor Ort verschaffen.
Ein Kontakt bei der Kriminalpolizei in Würzburg hatte einen Kontakt zu einem Lehrer, der früher an einer Schule in Deribagi gearbeitet hatte. Den Lehrer hatte er damals schon nach einem deutschen Mädchen befragt und hatte erfahren, dass Gerüchte vor Ort die Runde machten, dass dort wirklich ein deutsches Mädchen festgehalten werden soll. Gesehen hat dieses deutsche Mädchen aber niemand. Der Lehrer berichtet weiter, dass man bloß im Sommer in Elmabagi leben würde, da es im Winter zu gefährlich sei. Es sollen sich dort außerdem Wachen befinden und Fremden wird abgeraten, dorthin zu fahren und unangenehme Fragen zu stellen. Kontakte sollen ihm unabhängig voneinander versichert haben, dass sich Peggy dort aufhalten soll. Sie soll in unregelmäßigen Abständen nachts in einem PKW immer mal wieder nach Postani gebracht werden, dem Geburtsort von Peggys Stiefvater. Seine Familie soll dort noch immer ansässig sein. Geyers Kontakt teilte ihm mit, dass der Lehrer mit der Soko zusammenarbeiten würde und der Chef vorbeikommen und den Kontakt herstellen könnte. Geyer reiste daraufhin mit einer Begleitung in die Türkei und ließ sich vorher einen Kinderausweis für Peggy ausstellen für den Fall, dass sich die Gerüchte bestätigen und er sie dort findet. In der Türkei angekommen, musste Geyer leider feststellen, dass es keinerlei Neuigkeiten gab. Die türkischen Behörden wiederholten das, was sie schon vorher schriftlich mitgeteilt hatten. Es gibt und gab auch niemals eine Kirche in Elmabagi. Dort waren auch keine wohlhabenden Großfamilien ansässig, genauso wenig wie Verstecke, die bewacht werden oder ähnliches. Es lebte dort zwar ein Mann, der denselben Nachnamen hatte wie Peggys Vater, dieser Name ist jedoch sehr verbreitet. Zwar existiert der Lehrer, von dem sein Kontakt gesprochen hat, aber er soll noch nie von Peggy gehört und mit Schülern über ein deutsches Mädchen gesprochen haben. Daraufhin machten die Ermittler sich auf die Suche nach dem Verbindungsmann der Kripo Würzburg. Nachdem sie ihn gefunden haben, gab er irgendwann zu, sich die ganze Geschichte ausgedacht zu haben. Damit zerschlugen sich auch die letzten Hinweise auf Peggys möglichen Aufenthalt in der Türkei. Zeitgleich machten Susanne Knoblauch und Erhan Ü, bloß 200 Kilometer entfernt vom Einsatzort der Soka, einen Urlaub am Mittelmeer. Dieser sollte ihr letzter werden, bevor sie sich endgültig trennten. Nun kommen wir zu der Person, die im Verschwinden von Peggy Knobloch mit Abstand das größte Interesse der Sonderkommission erhielt. Die Rede ist von Ulvi Kulac. Der damals 24-Jährige erlitt als Kleinkind eine schlimme Hirnhautentzündung, die seine geistige Entwicklung massiv beeinträchtigte. Evaluationen nach wird sein Entwicklungsstand auf das eines 8- bis 10-Jährigen geschätzt. Er lebte zum damaligen Zeitpunkt in Lichtenberg mit seinen Eltern. Ulvi war genau wie Peggy in ganz Lichtenberg bekannt und ebenso seine Neigung, sich vor Kindern zu entblößen. Er galt zwar als harmlos, doch als seine Mutter erfuhr, dass er im Sommer 2000 einen Jungen missbraucht haben soll, entschied sie sich dazu, ihn anzuzeigen. Das soll im Einverständnis mit ihrem eigenen Sohn Ulvi passiert sein. Das war natürlich alles vor Peggys Verschwinden. Die Ermittler wurden erst durch Susanne Knobloch auf Ulvi aufmerksam, der daraufhin am 8. Mai 2001 befragt wurde. Laut eigener Aussage ist er von 12.30 Uhr bis 12.45 Uhr in der Gaststätte seiner Eltern gewesen, der Schlossklausel, und hat sich etwas zu essen abgeholt. Anschließend brachte er das Essen zu Wilma K. und hat es ihr vor das Haus gestellt. Dies konnte die Frau auch bestätigen, da sie den Wirtssohn auf dem Weg getroffen habe. Danach machte er sich auf den Weg zum Nachbarn und half ihm beim Holzschichten. Daraufhin machte er sich wieder auf den Weg zur Gaststätte und wartete dort auf seine Eltern, um dann gemeinsam zu seiner Schwester zu fahren und Kaffee zu trinken. Gegen 17.10 Uhr war er wieder zu Hause. Am Abend trampte er nach Meiler zur Gaststätte zur Bank und trampte am Abend wieder zurück nach Lichtenberg. In Lichtenberg angekommen, trank er noch etwas in der Gaststätte Zwick, bevor er gegen 22.15 Uhr zu Hause ankam. Peggy kannte er und sie wollte laut eigener Aussage öfter zu ihm, um mit seinen Computern zu spielen. Ulvis Mutter verbot ihr das jedoch, da sie nicht wollte, dass ihr Sohn so engen Kontakt zu Kindern pflegte, da sie von seinen Interessen Bescheid wusste und präventiv handeln wollte. Ulvi sagt aber, dass er Peggy am Tag ihres Verschwindens nicht gesehen hat.
Kurz nach dem Verschwinden von Peggy sahen Spaziergänger, wie Ulvi vor einem Jungen seine Hose auszog. Das hatte einen Haftbefehl mit anschließendem Aufenthalt in einer geschlossenen Psychiatrie zur Folge. Für den Zeitpunkt von Peggys Verschwinden hatte Ulvi jedoch ein Alibi, das ihm seine Mutter verschaffte. Die Ermittlungen gegen ihn nahmen erst im Oktober 2002 erneut Fahrt auf. Zwar fand man auf der konfiszierten Kleidung von Ulvi keine Spuren, die ihn belastet hätten, trotzdem wurde er festgenommen und befragt. Er wurde mehrmals am Tag, stundenlang befragt, und diese Befragungen führten letztendlich zu einem Geständnis. Ulvi gestand, dass er Peggy am 3. Mai 2001 in seiner Wohnung missbraucht habe und sie am Tag des Verschwindens aufsuchte, um sich zu entschuldigen. Peggy drohte damit, ihn zu verraten und rannte weg. Daraufhin soll er ihr gefolgt sein und sie eingeholt haben. Nachdem das 9-jährige Mädchen auf den Boden fiel und anfing zu schreien, hat Ulvi ihr Nase und Mund zugehalten, bis sie aufhörte zu atmen. Endlich hatten die Ermittler das, worauf sie seit mehreren Monaten hingearbeitet haben. Ein Ergebnis, ein Ende der Suche, durch ein Geständnis einer Person, die eine glaubhafte Verbindung zu Peggy hatte. Doch das Geständnis ist unter ziemlich fragwürdigen Bedingungen entstanden. Das spielte für das Gericht damals aber keine Rolle. Es wurde als rechtmäßig anerkannt. Der nun Angeklagte gestand ohne irgendeine rechtliche Unterstützung und es gab keinerlei Tonaufnahmen vom Verhör. Somit stützt sich das Geständnis lediglich auf das Gedächtnisprotokoll des Ermittlers. Kurze Zeit später nahm er das Geständnis am Mord wieder zurück, den Missbrauch gestand er trotzdem. Doch das hat keinerlei Auswirkungen auf die Verhandlung, ebenso wenig wie das Alibi durch Herrn Teichmann, dem Ulvi beim Holzschichten geholfen hat. Das Alibi war trotz der Zeugenaussage nicht aussagekräftig genug. Ein weiterer Name tauchte immer wieder auf und war auch aktenbekannt, hatte aber aus merkwürdigen, nicht nachvollziehbaren Gründen keinerlei Relevanz im Verfahren. Der Name des Mannes war Manuel S. Ulvi nannte unter Druck immer wieder verschiedene Namen. Es war mal von seinem Vater als Komplize die Rede und mal von einem gewissen Manuel S. Ulvi berichtete, dass er ihm beim Entsorgen der Leiche geholfen habe. Nachdem Manuel S. Mutter aber plötzlich gegen Ulvi aussagte und ihn zur Tatzeit am Henri-Mathieu-Platz gesehen haben will, war der Ausgang von Ulvis Verhandlung bereits entschieden. Der Prozess begann am 30. September 2003 unter Ausschluss der Öffentlichkeit und endete am 30. April 2004 mit einem Schuldspruch mit lebenslanger Haft für Ulvi Kulacz. Hauptindiz war das fragwürdige Geständnis und die Zeugenaussage eines Mitinsassen im Bezirkskrankenhaus, der mit der Polizei zusammenarbeitete. Der Mitinsasse hieß Peter H. Er hat später aber auch das Wiederaufnahmeverfahren zum Fall angestoßen und nahm im Juli 2012 seine damalige Aussage zurück und gestand damals vor Gericht gelogen zu haben. Die Reue habe ihn eingeholt. Und er ertrüge es nicht mehr zu sehen, wie sehr der für schuldig befundene Ulvi Kulacz und seine Familie unter der Verurteilung litten. Seine Zusammenarbeit mit der Ermittlungsbehörde lag einer versprochenen Hafterleichterung zugrunde. Ein zweiter ausschlaggebender Grund war die Tatsache, dass dem als geistig behindert geltenden Kulacz zur Zeit des Prozesses kein Betreuer zugewiesen wurde, woraufhin nun eine Verfassungsbeschwerde eingereicht wurde. Im April 2013 stellte Ulvis Anwalt den Antrag auf Wiederaufnahme, der zunächst von der Staatsanwaltschaft Hof abgelehnt wurde. Doch der erneute Wiederaufnahmeantrag bei der Staatsanwaltschaft Bayreuth wurde genehmigt und begann im April 2014 und hatte schon am 14. Mai 2014 die Aufhebung der früheren Verurteilung von Ulvi zur Folge. In einem weiteren Gutachten galt es nun zu klären, ob der nun als unschuldig geltende Kulacz weiterhin in der psychiatrischen Klinik untergebracht werden musste oder nicht. Auch in diesem Fall konnte man das Gericht überzeugen und der Lichtenberger wurde Ende Juli 2015 freigelassen. Wie vorher schon erwähnt, war das Geständnis von Ulvi Kulacz schon damals äußerst fragwürdig, doch scheinbar gab das Gericht dem Mediendruck nach und nahm das Geständnis dankend an.
Wenn man sich nun einmal die Ermittlungsakten anschaut, stellt man schnell fest, dass die Untersuchungen mit Kullerts Schuldspruch noch lange nicht abgeschlossen waren. Viele Indizien, Zeugenaussagen und mehrere Hinweise hatten im Prozess gegen den mittlerweile zu Unrecht Verurteilten zwar keine Gewichtung, doch es wurden neue Sonderkommissionen berufen. Zu den ungeklärten Fragen gehörten zum einen der Verbleib von Peggy Knobloch, denn noch immer wurde keine Leiche gefunden und auch darauf konnte Ulvi keine Antworten geben. Und zum anderen gab es immer noch widersprüchliche Aussagen zur Tatzeit. Etliche Zeugen wollen Peggy noch deutlich nach der mutmaßlichen Tatzeit gesehen haben. Wenn man jedoch dahingehend weiter ermittelt hätte, wäre das ein klares Alibi für Ulvi gewesen und die Ermittler würden gegen ihre eigene Hauptthese arbeiten. Bei der Menge an Verdächtigen, die zum Teil auch kein Alibi hatten, ist es mehr als ungewöhnlich, dass nicht weiter ermittelt wurde. Die Suche nach Peggys sterblichen Überresten lief auf Hochtouren weiter. Es stellte sich heraus, dass 2 Tage nach dem Verschwinden der kleinen Knobloch eine 81-jährige Frau in Lichtenberg beerdigt wurde. Da ihr Grab zum Zeitpunkt des Verschwindens schon ausgehoben war, erwog die Staatsanwaltschaft, dass Peggy dort versteckt worden sein könnte. Am 8. Januar 2014 wurde dann das besagte Grab geöffnet, ohne irgendwelche Anzeichen von Kinderknochen. Im April 2015 begaben sich Taucher im Stausee der Talsperre Pirk auf die Suche nach Peggys Schulranzen, den man dort nach ihrem Verschwinden gesehen haben soll. Auch dort fand man keine neuen Hinweise oder Spuren von Peggy. Im selben Jahr wurde der Fall am 3. Juni in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst, thematisiert und erregte erneute Aufmerksamkeit auf den Fall. Doch es gab keine neuen Hinweise und keine Ermittlungserfolge. Die Suche nach Peggys Leiche stand nicht still, aber die Hoffnung wurde immer kleiner. Und damit auch die Hoffnung, wichtige Hinweise, die mit der Leiche vergraben oder versteckt wurden und auf den Täter deuten könnten, nicht zu finden. Aber dann passierte etwas, mit dem fast niemand mehr gerechnet hat. Die Leiche von Peggy wurde gefunden. Es ist der 2. Juli 2016. Mehr als 15 Jahre sind nun seit dem Verschwinden von Peggy Knobloch vergangen. Ein Pilzsammler entdeckt in einem Waldstück bei Rodacher Brunn in Thüringen, ungefähr 12 Kilometer Luftlinie von Peggys Heimatstadt Lichtenberg entfernt, Skelettteile. Schnell stellt man mittels DNA-Analyse fest, dass es sich bei diesem Fund um die sterblichen Überreste von Peggy Knobloch handelt. Der Fundort liegt in dem Bereich, der 2001 angeblich mit Infrarot- und Wärmebildkameras von der Polizei abgesucht wurde. Warum die Leiche nicht schon damals gefunden wurde, weiß man nicht. Tiere und Regenfälle hatten den Boden aufgewühlt und sorgten dafür, dass die Knochen nach einer so langen Zeit zum Vorschein kamen. Das gefundene Skelett war nicht vollständig und es fehlten Kleidungsstücke und der Schulranzen. Teile vom Torso und Schädel wurden gefunden. Und etwas weiter weg fand man die Uhr von Peggy, die sie am Tag ihres Verschwindens getragen hat, ihre Kleidung, Schuhe und ein Werbegeschenk. Es erweckt den Anschein, dass Peggys Leiche nicht allzu tief vergraben wurde. Da der Fundort ein ziemlich versteckter Ort im Wald war, liegt die Vermutung nahe, dass der Täter sich in der Ortschaft auskannte. Gerichtsmediziner untersuchten die Überreste von Peggy. Und es stellte sich bei den Untersuchungen heraus, dass Peggy höchstwahrscheinlich am 7. Mai 2001 durch einen nicht natürlichen Tod gestorben ist und nachträglich an den Fundort gebracht und begraben wurde. Also der Ort, an dem sie gefunden wurde, war nicht der Ort, an dem sie getötet wurde. Wie lange Peggy dort schon lag, ist ungeklärt, doch die Überreste entsprechen der einer Neunjährigen. Das bedeutet, sie wurde nicht erst mehrere Jahre gefangen gehalten und erst dann getötet. Ende September 2019 wurde das gesamte Gelände um den Fundort herum genauer untersucht. Dieser Leichenfund war damals ein Skandal. Warum? Neben Peggys Schädel wurde eine Baumwollfaser gefunden. Grau-grün, kleiner als ein Fingernagel und 0,019 Gramm leicht.
Die DNA-Untersuchung ergab, dass die Spuren dem Rechtsterroristen Uwe Böhnhardt zuzuordnen waren. Was machen die Spuren eines rechten Extremisten am Fundort von der Leiche eines vermissten Mädchens? Im März 2017 räumte die Staatsanwaltschaft Bayreuth ein, dass es sich bei dem Fund um eine Trugspur handelt. Während der Spurensicherung der Polizei sei die Baumwollfaser an den Fundort gelangt. Ein Metermaß, das bei der Spurensicherung eines Wohnwagens verwendet wurde, hatte scheinbar noch Spuren von der damaligen Untersuchung an sich. Zweifelsfrei konnte das Stoffstückchen einem Kopfhörer zugeordnet werden, der in einem ausgebrannten Wohnwagen gefunden wurde. In diesem versuchte Böhnhardt seine Leiche verschwinden zu lassen. Die Sonderkommission Peggy berichtet, dass das Baumwollstück niemals einen Zeitraum von 15 Jahren überstanden hätte, wenn man die Witterungsverhältnisse bedenkt. Dementsprechend ist man sich sicher, dass Böhnhardt nichts mit dem Verschwinden von Peggy zu tun hat. Ich hatte am Anfang des Videos schon betont, dass es schwierig ist, die Chronologie sinnvoll und verständlich wiederzugeben, ohne zu viele Randinformationen auszulassen. Deswegen hoffe ich, dass ihr bis hierhin mitgekommen seid. Falls nicht, nochmals eine kurze Zusammenfassung. Wir wissen jetzt, wie Peggy verschwunden ist, wer die Verdächtigen waren, warum Ulvi Kulac eine längere Zeit als Hauptverdächtiger gehandelt und daraufhin auch festgenommen wurde und auch warum sein Geständnis, das einen möglichen und nachvollziehbaren Tatablauf geschildert hat, anfangs zwar vom Gericht als ausreichendes Beweismittel gegen ihn zugelassen, später aber doch fallen gelassen wurde. Außerdem wissen wir, dass die Leiche von Peggy 15 Jahre später in einem Waldstück in der Nähe von Lichtenberg gefunden wurde. Leider beantwortete dieser Fund weniger Fragen, als er aufwarf. Dennoch konnte man eine Information herausfiltern, nämlich die, dass der Mörder von Peggy sich wahrscheinlich gut in der Umgebung um Lichtenberg herum auskannte. Und das ist auch das richtige Stichwort, denn wir sind noch nicht am Ende der Liste der möglichen Täter. Wenn ihr gut aufgepasst habt, dann wisst ihr vielleicht, welcher Name jetzt noch einmal auftaucht. Ein Name, den Ulvi mehrmals in den Verhören genannt hat, der aber mit einem einfachen Alibi durch seine eigene Mutter schnell beiseite geschoben wurde, da man sich auf Ulvi als Täter versteift hat. Die Rede ist von Manuel S. Manuel S. wohnt in Leutenforst mit seiner Frau und seinen Kindern. Neben seinem kleinen Biohof arbeitet er zusätzlich als Bestatter. Ursprünglich kommt er aus Lichtenberg, wo er mit seinen zwei Brüdern in der Nähe von Peggy aufwuchs. Sein Name ist in den ersten Vernehmungen zu Peggys Verschwinden mehrfach aufgetaucht. Er stand mit Ulvi Kulac in Verbindung und dieser sagte damals aus, dass unter anderem Manuel S. ihm dabei geholfen habe, die Leiche von Peggy verschwinden zu lassen. Nach einem ersten Alibi und der Verurteilung von Kulac wurde erst einmal von ihm abgelassen. Im späteren Verlauf der Ermittlungen stellt sich aber heraus, dass Manuel S. eine Schlüsselfigur des gesamten Falles ist. Doch zunächst schien das Alibi, was seine Mutter ihm gab, von größerer Bedeutung zu sein. Erinnern wir uns kurz zurück. Diese belastete Kulac nämlich mit ihrer Aussage, ihn am Henri-Mathieu-Platz gesehen zu haben. Und das führte letztendlich zu seiner Verurteilung. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass diese Aussage erst ein Jahr nach Peggys Verschwinden gemacht wurde. Und vor allem erst, nachdem Ulvi ihren Sohn belastet hat. Dann im Jahr 2018 wird Manuel nochmals genauer unter die Lupe genommen und damit einhergehend sein Anwesen untersucht. Am 12. September wird Manuel S. von der Polizei abgefangen und in eine Dienststelle in Wohnsiedel gebracht. In Anwesenheit von Kripo, einem Psychologen und der Staatsanwaltschaft, wird er zunächst ohne Anwalt verhört. Seine Bitte nach Rechtsbeistand wird von den Beamten abgeschüttelt und man legt ihm nahe, es zunächst einmal ohne zu probieren. Die Sonderkommission ist durch die Analyse von Mikropartikeln auf die Spur aufmerksam geworden. An Peggys sterblichen Überresten wurde von einer Pollenkundlerin eine bestimmte Pollenart, wie sie auch in Blumenerde vorkommt, in der Schädelhöhle von Peggy festgestellt. Die vorgefundene Pollenart gibt es nicht in der Nähe des Fundortes Peggys Leiche. Und das könnte bedeuten, dass Peggy die Pollen noch zu Lebzeiten eingeatmet hat. Des Weiteren fand man Farbpartikel von Wanddispersionsfarbe in den Tönen Violett, Weißgrau, Gelb und Grün.
Das sind Anzeichen, die auf Renovierungsmüll schließen könnten. Die gefundenen Mikropartikel decken sich mit den von Manuel S. angegebenen Tätigkeiten, die er am 7. Mai 2001 gemacht haben will. Es konnte bewiesen werden, dass der jetzt Verdächtige in diesem Zeitraum sein Haus renoviert hat. Zusätzlich stellte man fest, dass sein Alibi nichtig war, denn es gab Videoaufnahmen von S., die zeigten, dass er sich am Tag des Verschwindens in Lichtenberg aufgehalten hat und zur möglichen Tatzeit im Stadtkern war. Dann folgt das, was alle Beteiligten schockiert. Manuel S. legt nach 17 Jahren Schweigen ein Geständnis ab. Doch bloß ein Teilgeständnis. Nun sagt er erneut aus und schildert den Tag wie folgt. Er ist am 7. Mai 2001 mit seinem Audi durch Lichtenberg gefahren. Auf der Poststraße kommt er am Bushäuschen vorbei und wird dort von Ulvi K. angehalten. Weiter erzählt er, dass ihm an genau dieser Bushaltestelle die leblose Peggy Knobloch übergeben wurde. Von wem verschleiert er? Doch er kennt diese Person beim Namen. Manuel S. will noch versucht haben, die kleine Neunjährige wiederzubeleben, doch sie war schon tot. Anschließend soll er Peggy in eine rote Decke gewickelt und in seinen Kofferraum gelegt haben, bevor er in den Wald gefahren ist, wo Peggy 2016 gefunden wurde. Er begrub die Leiche und hat die Jacke und den Schulranzen ein paar Tage später bei sich zu Hause verbrannt. Der Name des Mannes, der ihm die Leiche übergeben haben soll, wurde nie namentlich festgehalten. Aber es soll nicht gegen ihn ermittelt werden. Jedem ist klar, wer damit gemeint ist. Ulvi Kulacz. Die Polizei veröffentlicht Tonbandaufnahmen vom 24.07.2002, die damals heimlich aufgenommen wurden. Es handelt sich dabei um ein Gespräch zwischen Ulvi Kulacz und seinem Vater. Auf den Bändern ist zu hören, wie der mittlerweile Freigesprochene seinem Vater erzählt, dass er Peggy Knobloch zusammen mit Manuel S. umgebracht hat. Und dann später, wie ich unten an der Reifeisen war, ist der Manuel S. gekommen. Ho, und dann habe ich die Peggy gefragt, was sie macht, wo sie hingeht. Hat sie gesagt, ham. Dann ist sie weggerannt, dann sind wir hinterhergerannt. Die Authentizität von Ulvis Aussage war schwierig einzuschätzen. Und da er immer wieder verschiedene Versionen erzählt hat, schenkte man dieser keinen Glauben mehr. Mal war er alleine, ein anderes Mal waren andere beteiligt, wie zum Beispiel auch sein Vater. Dieser Verdacht wurde aber entkräftet. Nun rollt die Polizei den gesamten Fall nochmal neu auf und ermittelt gegen Manuel. Ulvi ist in den neuen Untersuchungen außen vor. Da er bereits einmal freigesprochen wurde, gilt er von dem Gesetz als unschuldig und kann nicht für dasselbe Delikt nochmals angeklagt werden. Somit steht Manuel S. im Fokus und es gilt ihm, die Schuld nachzuweisen. Das Teilgeständnis wirft einige Fragen auf. Zum einen hinterfragt man die Beziehung von Kulacz und Manuel S. Die beiden sollen sich zwar gekannt haben, waren aber keine Freunde. Warum also sollte Manuel für Ulvi eine Leiche verscharren? Die Polizei zu rufen, liegt doch sehr viel näher. Versucht der Verdächtige hier vielleicht sogar Kulacz die Schuld zuzuschieben, um so mit einer geringeren Strafe davonzukommen? Die Geschichte weist weitere Ungereimtheiten auf. Wenn sich das Geschehene genauso abgespielt haben soll, hätte es doch mehrere Zeugen geben müssen. Ein solches Ereignis bliebe an einem so öffentlichen Ort wie einer Haltestelle wohl kaum unbemerkt, gerade weil viele Zeugen von dieser Bushaltestelle auch berichtet haben. Später sagte S. aus, dass er sich die Geschichte bloß ausgedacht hätte und nahm sein Geständnis zurück. Er sah eine Lüge als einzige Möglichkeit, um der 10-stündigen Vernehmung zu entkommen. Er sagte, anders ließen sich die Beamten wohl nicht kleinkriegen. Um endlich seine Ruhe zu haben, erzählte er dann irgendwann diesen Mist, wie er es bezeichnete. Die Polizei versucht die Geschichte zu prüfen und fragt nach Peggys Schuhen, die etwas weiter vom Skelett gefunden wurden. Manuel konnte davon nichts wissen. Er sagte, dass er sie mit den anderen Sachen verbrannt hätte. Als die Beamten fragten, ob er sich da sicher sei, überlegte er noch einmal und plötzlich will er sie in den Müll geworfen haben. Nachdem sie noch einmal nachfragten, meinte S., dass er es nicht mehr wüsste. Das schien der Staatsanwaltschaft auszureichen, ihn für unglaubwürdig und so für unschuldig zu halten.
Er wurde noch am selben Abend entlastet. Ein Haftbefehl wurde nicht ausgestellt. Stimmen wurden laut, dass die Einstellung der zuständigen Behörden skandalös ist. Anstatt nach Beweisen für die Schuldfähigkeit zu suchen, schienen die Beamten nach Gründen für Manuel S. Unschuld zu suchen. Dies wies die Polizei in einer Pressekonferenz ab. Am 11. Dezember 2018 wurde Manuel S. schließlich doch von der Polizei verhaftet und noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt. Das Ganze war eine Farce, denn sofort stellt ein anderer Richter den Haftbefehl in Frage. Ihm reichen die Beweise der Polizei nicht für eine Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Bayreuth hob den Haftbefehl noch im Dezember wieder auf und ließ den Mann frei. Obwohl die Polizei nun der Überzeugung ist, dass Manuel und Ulvi für den Tod der Neunjährigen verantwortlich sind, fehlen stichfeste Beweise, die für eine Festnahme reichen würden. Ihrer Meinung nach soll der Tathergang aber so ausgesehen haben. Um 13.24 Uhr wurde Peggy das letzte Mal gesichert gesehen. Sie überquerte den Henri-Mathieu-Platz und soll nie zu Hause angekommen sein. Das legt nahe, dass sie auf den letzten 50 Metern abgefangen wurde. Das konnte bloß nie wirklich bewiesen werden. Ein Mann, vermutlich Ulvi, stellt sich Peggy in den Weg. Er soll sie die Tage vorher vergewaltigt haben und nun möchte er die Chance nutzen, sich bei ihr zu entschuldigen. Er bittet sie darum, dass sie es niemandem sagen soll. Die Neunjährige läuft daraufhin weg und rennt über einen Feldweg. Ein zweiter Mann kommt dazu, der verdächtige Manuel S. Beide Männer verfolgen sie nun und holen das kleine Mädchen ein. Sie stoppen sie und Peggy versucht sich zu wehren. Sie greift die beiden an und trifft sie mitten in den Schritt. Die Männer werden wütend. Daraufhin wird sie rumgeschubst und schließlich von Manuel S. geohrfeigt. Sie stürzt, schreit um Hilfe und Manuel S. sagt Ulvi, dass sie ihr den Mund zuhalten soll. Gesagt, getan, doch Ulvi hält dem Mädchen Mund und Nase zu, sodass sie nach kurzer Zeit nicht mehr atmet. Manuel S. will sie versucht haben, wiederzubeleben, doch ohne Erfolg. Peggy ist tot. Zunächst sollen die beiden Männer Peggy neben einer Burgmauer abgelegt haben, während Manuel sein Auto holte. Ulvi wartet währenddessen neben der Leiche auf seinen Mittäter. Manuel kommt mit seinem Auto und einer schwarzen Plane wieder, die er Peggy letztendlich wickelt und in den Kofferraum steckt. Er fährt ungefähr 20 Kilometer weiter bis zum Waldstück Rodacher Brunnen in Thüringen und vergräbt dort das Mädchen. Im Anschluss fährt er nach Lichtenberg zurück und wird an der Sparkasse von Überwachungskameras erfasst. Doch leider kann nichts davon bewiesen werden. Am 22. Oktober 2020 nehmen die Ermittlungen ein Ende. Die zuständige Staatsanwaltschaft teilt mit, dass die Ermittlungen eingestellt wurden und der Fall Peggy mit insgesamt 6.400 Spuren, 250 Gutachten und 3.600 Vernehmungen zu den Cold Cases gelegt wird. Leider haben die jahrelangen Ermittlungen nicht zu genügend Beweisen geführt, um einen Verdächtigen anzuklagen. Der Fall Peggy Knobloch ist seit jeher ein Cold Case und der Mörder nach wie vor frei. Was sagt uns der Fall Peggy und warum ist er noch heute von so großer Wichtigkeit? Ganz einfach, es ist ein Versagen behördlicher Bemühungen. Wenn man einmal darüber nachdenkt, wie viele Spuren, Verdächtige und Hinweise es gab, wirkt es wie eine Farce, den Fall nach fast 20 Jahren als ungelöst beiseite zu legen. Angefangen hat es damit, dass die Polizei sich viel zu früh auf einen Verdächtigen einschoss und alle weiteren Spuren außer Acht ließ. Der Medienrummel setzte den Behörden so sehr zu, dass sie nachlässig wurden und so schnell wie möglich Ergebnisse wollten. Was nicht passte, wurde passend gemacht. Zeugenaussagen und Hinweise wurden ignoriert. Es gibt wohl kaum einen Fall, bei dem die Öffentlichkeit der Polizei bei einer so fehlerhaften Arbeit zusehen konnte. Das hinterlässt nicht nur Unverständnis, sondern auch Wut. Nach einer solch langen Ermittlung bleibt Peggys Täter unbestraft und ist auf freiem Fuß. Ob das der Trauer der Angehörigen gerecht wird, das wagt man zu bezweifeln. Doch dieser Fall regt auch zum Nachdenken an. Es ist mehr als traurig, wie viele zwielichtige Gestalten es in Peggys noch so jungem Leben gab, wie viele dieses Mädchen ausgenutzt haben und wie wenig andere Leute davon wussten oder nichts wissen wollten. Wenn wir etwas aus dem Fall mitnehmen möchten, ist es wohl das, dass wir alle aufmerksamer auf unser Umfeld und uns alle achten sollten. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Wahrscheinlich einer der mitreißendsten Fälle, die ich je behandelt habe.
Was haltet ihr von dem Fall? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, Kommentar und oder Abo da. Mit nur 2 Mausklicks und ein paar Tastaturanschlägen unterstützt ihr den Kanal enorm. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zugucken. Gute Nacht und bis dann.